Es war damals nur ein Kampf um den Interimstitel, da Weltmeister Harry Simon aus Namibia nach einem Autounfall seinen Titel nicht rechtzeitig und fristgerecht verteidigen konnte. Er wurde dann aber in einen realen Titel umgewandelt, nachdem Simon auch weiterhin wegen seiner Verletzung aus diesem Autounfall nicht mehr boxen konnte. Zum Boxer in der roten Ecke, Felix Sturm. Er ist 24 Jahre alt und brachte beim Wiegen ein Gewicht von 72,0 Kilogramm auf die Waage. Bei einer Körpergröße von 1,81 Meter. Sein beeindruckender Kampfrekord. Er bestritt 18 Kämpfe. Davon gewann er alle 18, 9 durch K.O. Haben Sie die Kampfbilanz von Felix Sturm und hinter ihm sein Trainer Michael Timm. Matthias Böhme und Christoph Busch und als sein persönlicher Trainer, einer der besten Amateurboxer, viele werden ihn noch kennen in seiner aktiven Zeit. Guten Abend, Michael Timm. Und dieser Michael Timm hatte sich ganz konzentriert auf die Vorbereitung von Bert Schenk. Felix Sturm. Und er hofft ganz besonders auf einen Sieg seines Schützlings heute Abend, denn es wäre auch für Michael Timm der erste Weltmeister, der ja bisher mit Europameister Sinan Samir Sam im Schwergewicht und im Halbschwer mit Stipe Drebs seine größten Erfolge feierte. Er bestritt 32 Kämpfe, davon gewann er 29, 14 durch K.O. In seiner Ecke die Trainer Mario Bilcic, Luis Lopez. Auch seine Bilanz beeindruckend, die von Hector Velasco. Der kennt im Gegensatz zu Felix Sturm allerdings auch schon den bitteren Geschmack eines K.O. Einmal gingen, das war in seinem 16. Profikampf, die Lichter aus für ihn gegen einen Unbekannten, der insgesamt nur 16 Profikämpfe bestritt und davon die Hälfte verlor. Das kann ab und zu mal passieren, wenn man manchmal vielleicht auch in einen Heumacher hineinläuft. Das Punktgericht, Tom Villarosa, Hugo Barrera aus Mexiko und Joachim Jakobsen aus Hamburg. Sturm hat in dieser Woche einige große Sprüche gemacht. Unter anderem hat er gesagt, ich werde an diesem Samstag definitiv Weltmeister. Dann wollen wir mal schauen, ob er diesen großen Sprüchen auch große Taten folgen lässt. Dritter Mann im Ring wird Samuel Rocky Burke aus den USA sein. Mantenga la guardia todo el tiempo. Cuando les digo break, quiero que pisen para atrás sin tirar golpes. Keep your guard up at all times. When I say break, I want you to take a step back without throwing punches. En caso de una caída, va para la esquina neutral más lejos. In case of knockdown, go to the furthest neutral corner. No salga de la esquina cuando les digo box. Don't come out of the neutral corner till I tell you box. ¿Hay preguntas? Any questions? Good luck to both of you. Buena suerte. Ja, also die letzten Anweisungen an beide Boxer, zweisprachig in Spanisch und in Englisch von Samuel Rocky Burke. Und wir haben, das ist eine ganz besondere Tatsache bei diesem Kampf, als Delegierten Hanske Högner aus Deutschland. Das ist das erste Mal, dass ein Deutscher bei einem WM-Kampf der WBO als Delegierter eingesetzt worden ist. Also auch das eine Anerkennung für das deutsche Boxen. Velasco, Linksausleger, Normalausleger, Felix Sturm eigentlich auch. Aber, und das hat er vorher angekündigt, er will häufig die Auslage wechseln und damit seinen Kontrahenten irritieren. Und er beginnt zunächst einmal mit der Rechtsauslage. Notgedrungen hat er das in einem vorangegangenen Kampf schon einmal gemacht, als er sich die rechte Hand verletzt hatte und dann auf die linke als Schlaghand setzen musste. Velasco in den ersten Sekunden ruhig, gesetzter wirkend. Klar, ein
Titelverteidiger muss nicht den Kampf machen, Gast muss der Herausforderer. Und der wirkt in diesen ersten Augenblicken agiler. Felix Sturm, der Boxer rechts jetzt mit dem roten Streifen an der Hose. Erste Wechsel der Auslage bei Sturm, jetzt als Linksausleger versucht er über die Deckung des Argentiniers, des Titelverteidigers hinwegzukommen. Das gelang einige Male allerdings ohne Trefferwirkung. Velasco, und das hat Felix Sturm auf Videokassetten gesehen, hat Kraft in beiden Händen, kann mit der linken als auch mit der rechten Wirkung erzielen. Das hat er auch bei seinem Titelgewinn gegen den Ungarn Galfi 7 Runden lang demonstriert. Linke zum Körper von Sturm. Versuch eines Leberhakens von Velasco. Und die erste Rechte von Felix Sturm zum Kopf des Weltmeisters. In dieser ersten Runde hat Felix Sturm einen hervorragenden Eindruck hinterlassen, muss ich sagen. Man hat natürlich auch schon ein bisschen ahnen können, dass der Argentinier ein harter Puncher, ein harter Schläger ist. So machst du das richtig. Felix, du siehst alle seine Ansätze. Wenn er Ansätze schlagen, bist du weg. Das finde ich schon tief. Sehr gut analysiert von Michael Timm. Sehr gut, siehst du. Ja, wie wir auch ein bisschen Angst hatte davor, ne? Dass angesichts dieser großen Aufgabe Felix Sturm vielleicht etwas verkrampfen könnte, sehr frühzeitig. Hier die linke ging vorbei, dann die linke von Velasco zum Körper. Ja, und die rechte von Sturm kam da nicht mehr. Wo trabajaste para trabajar con zurdo? Und wenn er sich rechts hinstellt, dann gehst du links an ihn ran. Und dann musst du Cross schlagen. Du musst aktiver werden. Das war Mario Gripcic, der Trainer von Hector Velasco. Also Selbstzweifel und mangelndes Selbstbewusstsein, das kann man ja Felix Sturm wahrhaftig nicht vorwerfen. Und es sieht so zu Beginn des Kampfes aus, als wolle er wirklich diese Chance seines Boxerlebens gleich nutzen. Muss allerdings jetzt die linke von Velasco nehmen. War gerade im Rückwärtsgang und deshalb hinterließ die nicht allzu große Wirkung. Sturm soll sich nicht auf einen Schlagabtausch einlassen. In seinen 18 Kämpfen bisher ist er noch nicht allzu sehr gefordert worden, hat ganze 78 Runden als Profi bis zum Beginn dieses Kampfes bestritten. Treffer von Sturm, aber anschließend auch gleich links und rechts Wirkung vom Weltmeister. Die linke von Sturm. Sehr schön vorbereitet von Felix Sturm mit der linken ein-, zweimal und dann kam die rechte hinterher. All for Mom steht auf der Hose von Felix Sturm, das heißt alles für Mami, für die Mutti. Aber das hier heute Abend, das macht er in erster Linie für sich selbst. Und Sturm macht das sehr gut. Immer wieder im Rückwärtsgang. Sehr beweglich heraus aus der Schlaghand des Argentiniers, weit genug weg, sodass auch die Schläge, die ihn denn treffen,
nicht allzu viel Wirkung hinterlassen und er kann kontern. Das hat er hier gezeigt. Aus der Bedrängnis am Seil heraus. Ein, zwei Schritte nach vorne und dann sofort links und rechts getroffen. Und auch das macht er schon wie ein Erfahrener hier am Ringsaal. Ein bisschen in Bedrängnis und sofort das Klammern. Titelverteidiger ruhiger wird, dann wird Sturm automatisch agiler und wenn er Velasco trifft, dann macht er ein bisschen ein, ja, nicht nur entsetztes, ein etwas wütendes Gesicht, als ärgere ihn das, wie ihm sein Herausforderer hier zusetzt. Die letzten 10 Sekunden der zweiten Runde und Felix Sturm auch weiterhin sehr beachtlich in seinem Auftreten gegen den Weltmeister. Und das Ganze hier doch sehr, sehr ausgeglichen nach 2 Runden. Sehr gut, so wird weiter operiert. Locker und schnell schlagen, ohne mit Gewalt. Sehr gut machst du das. Ja, da war aus der Bedrängnis heraus die Rechte und dann ging der Schlag vorbei von Velasco und Sturm konterte sofort ohne volle Trefferwirkung, aber immerhin zwei, drei Schläge, die ihr Ziel fallen. Und immer noch haben, ne? Die dritte Runde. Velasco etwas plattfüßig wirkend, jetzt schneller als in der zweiten, wo er doch sehr zurückhaltend teilweise agierte. Felix Sturm gilt ja als ganz großes Juwel unter den deutschen Boxern, technisch sehr versiert. Oft war er noch zu hektisch bei seinen Kämpfen. Er will den Erfolg und am liebsten gleich, so schnell es irgend geht. Und der Mundschutz von Velasco war rausgefallen, deshalb diese Unterbrechung durch Samuel Burke. Mit 24 Sturm sicherlich noch eigentlich zu jung für einen WM-Kampf. 26, 27 wäre vielleicht das ideale Alter. Aber so eine Chance, wie er sie geboten bekommen hat, die muss man einfach ergreifen. Versuch an der Linken von Velasco zum Körper, zur Leber. Und Felix Sturm bleibt nicht schuldig. Wenn er mal nehmen muss, dann gibt er danach auch gleich die passende Antwort. Das muss frustrierend sein für Velasco, der eine ganze Menge schlägt, häufig daneben schlägt, weil Sturm in dem Moment gar nicht mehr an dem Ort ist, wo er vorher war und dann aus der Defensive heraus gut kontert, wie hier in dieser Runde jetzt gleich zweimal hintereinander. Das war so eine Szene. Die Linke am Ziel vorbei, weil Felix Sturm rechtzeitig den Kopf weggenommen hatte. Und auch das kostet Kraft, kostet Substanz. Treffer, die nicht einschlagen. Break.
Diese dritte Runde, eine sehr gute Runde von Felix Sturm. Der Argentinier wirkt ein bisschen grobschlächtig, untypisch eigentlich für Boxer aus Südamerika in dieser Gewichtsklasse. Und Sturm bekommt weiter Lob von Michael Timm. Hier der Versuch der Linken unter die Achsel von Felix Sturm. Auch diese Rechte von Velasco ohne große Wirkung. Und aus der Bedrängnis heraus dann auf Treffer. Sehen Sie hier, schubst er den Argentinier weg und dann kommt die Linke sofort hinterher und erzielt Wirkung. Jetzt musst du auf die linke Seite von ihm gehen und beweg den Kopf. Und du musst jetzt links, nicht mehr so viel rechts. Und ein wenig, muss ich sagen, erinnert mich der Stil von Felix Sturm an Sven Ottke. Ständig im Rückwärtsgang, auf der Flucht. Allerdings, anders als bei Ottke, hat er Dampf in den Fäusten. Und er hat ja auch schon einige Male richtig gut mit Wirkung getroffen. Hier die Linke jetzt als Führhand eingesetzt, kommt. Velasco wieder ärgerlich wütend, dass das Ziel, das er anvisiert hat, im Moment des Schlages schon wieder außer Reichweite ist. Exzellent. Velasco, ein besseres Ziel für Sturm als dieser für den Argentinier. Warnung des Ringrichters, nicht den Ellenbogen zu gebrauchen an Velasco und der Versuch eines Aufwärtshakens von Sturm. Frage natürlich, reicht die Kraft bei Sturm, der ja eigentlich auch gedanklich bis zum letzten Montag auf einen 8-Runden-Kampf hier in Berlin eingestellt war, der aber eine exzellente körperliche Verfassung ohnehin immer hat, auch ohne Training. Und deshalb keine Probleme haben dürfte, eigentlich die 12 Runden zu gehen, denn beim Interconti-Kampf vor einigen Monaten, da musste er auch schon über 10 Runden gehen. Velasco versucht, Sturm die Wege abzuschneiden, aber der ist so blitzschnell auf den Füßen unterwegs, dass er immer rauskommt. Egal, wo der Argentinier hingeht, ob er rechts rumgeht, ob er links rumgeht. Sturm ist häufig schon weg, wenn die Schläge kommen. Immer wieder vom Trainer Michael Timm die Anweisung, lange Distanz, nicht stehen bleiben. Und das beherzigt Felix Sturm und deshalb kommt er hervorragend zurecht mit dem Weltmeister, mit dem Titelverteidiger, dem er in den Sekundenbruchteilen vor dem Gong noch zwei Treffer an den Kopf schlägt. Hast die Arme unten. Jetzt wird er nervös, ne? Jetzt wird er fest. Sehr gut. Jetzt hast du ihn da, wo du ihn haben willst. Und so wird locker weiter geboxt. Mehr brauchst du, ja? Super machst du das. Schnelle Hände. Auch mal aus der Bewegung die Dinger schlagen, ne? So geht's weiter. Sehr gut machst du das. Und ähnlich wie Fritz Dunek ruhig und sachlich in der Ecke. Trainer
Michael Timm. Die fünfte Runde. Und weiter dasselbe Bild. Der Titelverteidiger muss den Kampf machen. Ist im Vorwärtsgang, nur dass Sturm pausenlos unterwegs ist und nur sehr, sehr schwer für ihn zu treffen. Also von der Platzierung her hat Felix Sturm diese WM-Chance zurechterhalten. Bertschenk war die Nummer 1 bei der WBO, Sturm auf Rang 4. Sturm beim IBF auf Rang 13, dort war Schenk auf Rang 4. Und wenn man eine unabhängige Rangliste nimmt, da rangierte Sturm zwar weiter hinten, aber auch noch vor Bertschenk, der übrigens nicht in der Halle ist hier heute Abend. Die Enttäuschung über seine verpasste Titelchance war zu groß. Und da rutschte Sturm hier auf einer Werbebande ein bisschen aus und deshalb nutzte Velasco sofort die Gelegenheit und traf den Deutschen. Das muss frustrierend sein für Velasco, dass er immer im Vorwärtsgang ist, immer wieder versucht, Sturm zu treffen, aber der irrlichtert da so durch den Ring, bietet kein festes Ziel und ein ums andere Mal verpuffen die Schläge und damit auch die Kraft des Argentiniers. Und dann muss er häufig noch, bevor Sturm sich da aus dem Kampfgeschehen ein bisschen verabschiedet im Rückwärtsgang ist, auch noch ein oder zwei Treffer zum Kopf nehmen. Hier wieder ein in den Ansturm hinein. Also selten ist Konterboxen so exzellent demonstriert worden wie hier von Felix Sturm. Jetzt mal eine rechte nehmen muss zum Kinn. Sie sehen, er kommt sofort in Bedrängnis, wenn er vergisst wegzulaufen, wenn er nicht den Rückwärtsgang drin hat. Und jetzt gleich die Retourkutsche für die Treffer, die Sturm hat nehmen müssen. In den Schlusssekunden noch zwei Treffer von Felix Sturm. Leichte Vorteile für den 24-Jährigen aus Leverkusen insgesamt. Mach alles über die Schnelligkeit. Ganz tief. Felix, weiter operieren, weiter operieren. Also, aufwärtshaken. Habe ich da richtig verstanden? Denk an Mama. All for Mom. Und das war diese Szene, als Felix Sturm in Bedrängnis kam. Der Aufwärtshaken von Velasco erst mit rechts, dann versucht er mit links auch nochmal durchzukommen. Aber die beiden nachfolgenden Schläge dann auf die Handschuhe von Felix Sturm. Die sechste Runde. Weiterhin jeder zweite Schlag von Velasco geht ins Leere. Also ich habe immer viel von Felix Sturm gehalten, aber er hat mich einige Male auch nicht so überzeugt. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht ein Junge, der erst noch reifen müsste. Aber heute
da zeigt er, dass er viel von dieser boxerischen Reife, viel von dieser Klasse doch schon hat. Und das mit 24 Jahren. Und das ist wahrhaftig erstaunlich. Und immer, das ist ja wie die Wiederholung, wie eine Zeitlupe quasi. Die ähnliche Szene, Velasco Vorwärtsgang versucht zu treffen, Sturm nicht da, geht raus und bevor er sich verabschiedet, gibt es nochmal eine linke oder eine rechte. Im Bedrängnis kommt er immer dann, wenn er stehen bleibt, wenn Velasco, was ganz, ganz selten ist, ihn dann doch einmal stellen kann am Seil. Und wieder eine linke von Sturm. Prima Auge. Ja, wirklich exzellentes Boxen von Felix Sturm, sehr diszipliniert und es ist einer dieser Kämpfe, wo man meint, dass die Beinarbeit und dass die besseren Maid-Bewegungen möglicherweise über den Ausgang des Kampfes entscheiden könnten. Und bei beidem liegen die Vorteile bis dato auf Seiten von Felix Sturm. Wenn er das schaffen sollte, mit 24 Weltmeister zu werden, zweiter deutscher Weltmeister im Mittelgewicht nach Bert Schenk, Hut ab, dann kann er nachträglich viel Kilometergeld kassieren für das, was er hier heute an Kilometern zumeist im Rückwärtsgang schon absolviert hat. Und auch eine weitere prima Runde, die sechste, die wir ebenfalls zugunsten von Felix Sturm werten. Jetzt geht's bergab. Hände und schlagen, ne? Richtig schön raus, dann läuft es nicht. Wenn er daneben kommt, bap! Ist doch keins. Fick! Noch ein Stück Wasser? Der Michael Timm, der ist schon wirklich ein Trainerfuchs. Versucht er seinen Schützling erst zu provozieren. Jetzt geht's bergab. Dann schockt er ein bisschen und dann kommt das Lob. Nein, du machst das sehr gut. Attento, quando ritiamo para la ultima. In den letzten Runden wurde es in der argentinischen Ecke immer lauter. Zweite Halbzeit in diesem auf 12 Runden angesetzten Kampf. Wer hat die bessere Physis? Kann Felix Sturm auch die nächsten 6 Runden so aus dem Rückwärtsgang bestreiten, wie er das in den ersten 6 gemacht hat. Ja, schön, die Rechte von Sturm, der zuvor einen Körpertreffer nehmen musste. Nahezu identisch, eine wie die andere. Der Weltmeister, der Titelverteidiger im Vorwärtsgang. Optisch vielleicht der aggressivere, aber im Rückwärtsgang die bessere Wirkung bei Felix Sturm. So, und da traf Velasco mit der linken und sofort kam der Konter von Felix Sturm in der 7. Runde zum Kopf und dieser Schlag hat Wirkung beim Weltmeister hinterlassen, der jetzt noch eine rechte nehmen muss und jetzt fast, so sieht es aus, alles schon auf eine Karte setzt. Offener wird. Und das gibt Sturm die Gelegenheit, weiter zu kontern, wie er das sehr gut schon bis dato
häufig gemacht hat. Und noch eine rechte zum Kopf von Velasco. Rechte von Velasco, noch eine. Die erste mit größerer Wirkung, schlägt ein am Kopf, am Kinn von Felix Sturm. Normalerweise müsste ja eigentlich der Herausforderer der aktivere Boxer sein, aber heute ist es umgekehrt. Und das ist aus Sicht von Felix Sturm auch gut so. Die linke zum Kopf des Titelverteidigers. Der letzte Schlag in dieser Runde, der letzte Treffer, und der lag wieder bei Felix Sturm. Ganz tief. Dammi la, dammi il coso per cubi. Che me da saisen? Hast du gesehen, was da abläuft? Bitte auf den Kopf jetzt. Runde und sofort wieder die nächste Attacke von Hector Velasco. Er hat sich ganz kurz einige Videos von Felix Sturm angeschaut, dann hat er gesagt, naja, das ist ein ganz guter Junge, aber der wird für mich kein Problem darstellen. Ich bin der Beste. Vielleicht kann das stimmen am Ende des Kampfes, aber bis dato ist Felix Sturm der Bessere. Der Boxer in diesem Gefecht. Die Einschätzung des Argentiniers für seinen deutschen Rivalen war eine Fehleinschätzung bislang. Treffer jetzt von Velasco, aber Sturm deckt auch den Kopf sehr gut, hat die Hände sehr schön eng am Kopf, lässt dem Weltmeister wenig Platz und es dringt an unser Ohr von den Punktzetteln der Kampfrichter hier, dass der Vorsprung von Felix Sturm mittlerweile doch schon deutlich ist. Und damit liegen wir durchaus konform, weil auch wir den Herausforderer vorn haben. Sehr schön. Er macht das wirklich prima, Felix Sturm. Geht hinten hinaus, rückwärts und schlägt noch zwei Aufwärtshaken in den Herausforderer, in den anstürmenden Argentinier hinein. Mag ein bisschen zu ermessen, wie der Argentinier sich immer mehr frustriert fühlen muss, je länger der Kampf dauert, weil er einfach kein Ziel findet und er wird auch ein bisschen unsauberer. Jetzt ein paar Mal kam schon der Ruf aus der deutschen Ecke, Kopfstoß, weil Velasco zu sehr mit dem Kopf drängt nach vorne, aber bislang war das noch nicht so gravierend.
Und Sturm auch überhaupt noch nicht gezeichnet im Gesicht. Und sehr zuversichtlich geht er in seine Ecke, reckt schon mal die rechte Faust nach oben, fühlt sich schon sehr, sehr sicher. Und hoffentlich nimmt er das Ganze jetzt nicht zu leicht plötzlich. Ganz tief. War schon ein bisschen. War schon ein bisschen. Die Luft kommt. Ganz tief. Ich stehe jetzt nicht. Hier, da waren diese zwei Treffer von Velasco, was man nicht sah, sofort der anschließende Konter von Felix Sturm. Vorsicht, bearbeite ihn gut. Und mit dem Kopf. Und dann cross. Mit dem Kopf rein und dann cross. Ja, mit dem Kopf rein und dann cross. Hoffentlich missversteht er das nicht. Hector Velasco. Der schon ein bisschen unter dem linken Auge gezeichnet ist zu Beginn, unter dem rechten Auge zu Beginn dieser neunten Runde. Immer wieder beeindruckend. Felix Sturm im Rückwärtsgang mit den guten Kontern und mit beeindruckender Kondition. Und auch mit der Raffinesse hier sofort zu klammern, als er ein bisschen in Bedrängnis kommt. Die ganz großen, die ganz klaren, die ganz deutlichen Treffer sind in diesem Kampf noch ausgeblieben. Aber die Vielzahl der besseren Treffer lag bei Felix Sturm auch jetzt wieder, auch wenn er anschließend in Bedrängnis kommt, nachdem er den Titelverteidiger zweimal getroffen hat, der ihn dann nur auf die Deckung trifft und auch gleich auf der anderen Seite des Rings wieder Treffer von Sturm. Sturm nimmt die linke, teilt aus mit der rechten. Velasco schafft es einfach nicht, die Distanz zu Felix Sturm zu verkürzen. Der steht einfach immer zu weit weg für seine schweren Hände, die er ihm entgegenschleudert. Und wenn er denn mal trifft, dann allenfalls in der Rückwärtsbewegung des Boxers aus Leverkusen. Sekunden dieser Runde und für die letzten drei muss gelten für Felix Sturm. Er darf sich nicht auf ein Boxen in der Halbdistanz und auf einen Schlagabtausch einlassen mit Velasco, der sicherlich mehr Dampf in den Fäusten hat. Er muss versuchen, auch die letzten drei Runden aus dem Rückwärtsgang so exzellent zu boxen, wie er das hier bislang gemacht hat. Jetzt steckt er ein, man sah den Schweiß spritzen, die linke von Velasco schlug ein. Und Sturm müsste versuchen, da wegzukommen, aber der Argentinier hält ihn fest am Seil, versucht ihn zu stellen aus seiner Wut heraus, dass er oder dass ihm das bis dato so selten gelungen ist. Yes, du bist großartig, du bist so ein schöner Kerl. Ja, guck mal, sein Herz flattert schon und seine Beine wackeln schon. Was willst du noch mehr? Und jetzt gehst du raus und holst ihn. Das ist jetzt seine Runde. Reich mir die Vaseline. Und jetzt rein, volles Pfund.
Also das war die schönste Ansprache bisher, die ich gehört habe von einem Trainer in der Ringpause. Du bist so ein schöner Kerl, so ein guter Boxer. Du bist ungefähr der Beste, sagt er ihm da. Und nun versuch alles. Und das war das Einzige eigentlich, was daran stimmte bis dato. Das muss er machen. Er muss nun alles auf eine Karte setzen. Und Felix Sturm zittert auf keinen Fall und hat müde Beine, wie der argentinische Trainer Mario Gripcic das da versucht hat, seinem Schützling zu schildern. Saß nicht voll, aber sie traf den Kopf von Felix Sturm und es wird sich jetzt herausstellen, ob er die Kondition, ob er die Kraft hat, auch noch die letzten drei Runden wegzulaufen vor dem Weltmeister. Ist ja bestimmt zwei, dreimal so viel gelaufen wie der Argentinier, immer in der Rückwärtsbewegung. Hat aber natürlich viel Kraft gelassen und die argentinische Ecke hält es nicht mehr. Die stehen jetzt alle im Ring und brüllen hinein, wollen, dass Velasco die große Chance, den finalen Schlag, den Treffer setzt, den entscheidenden. Wieder fordert die argentinische Ecke die Rechte von Hector Velasco und Sturm schnauft, pustet, atmet durch. Schafft das noch? Zwei Runden und 40 Sekunden. Sturmschläge etwas langsamer jetzt. Die Kraft geht langsam heraus. Er nicht mehr die Power in den Fäusten und straft mich in diesem Augenblick lügen, als er aus dem Konter heraus wieder den Argentinier trifft. Und selbst auch nochmal getroffen wird. Weiterhin die große Schwierigkeit des Weltmeisters, Sturm zu stellen, ihn zu treffen. Du hast ihn doch schon. So. So, jetzt atme durch die Nase, tief. Ganz tief. Felix, du brauchst eine nach Hause fahren. Hier, guck mal. Los! Ganz tief. Michael Timm zeigt Felix Sturm den Mundschutz und sagt, guck mal, was da wohl draufsteht. Wahrscheinlich der Weltmeister oder Champ oder irgend so etwas. Und es fehlen ihm nur noch 6 Minuten Boxen. Zwei Runden muss er nur noch so überstehen. Dann müsste Sturm eigentlich den Titel, den Gürtel in den Händen halten. Muss nur so weiter boxen wie bisher. Weiter versuchen, den schweren Schlägen des Argentiniers auszuweichen, wie er das so exzellent gemacht hat. Und er deckt gut,
Die Haken von Velasco gehen ins Leere und Sturm setzt nach, ohne allerdings voll zu treffen. Also hervorragend. Wenn man mal irgendwo beim Boxtraining dem Nachwuchs zeigen will, wie Konterboxen geht, dann muss man eine Kassette von diesem Kampf einlegen. Felix Sturm hat hier wirklich Konterboxen meisterhaft demonstriert. Natürlich schwindet jetzt die Kraft. Es ist vielleicht ein bisschen enger geworden, auch in den letzten Runden. Ja, 12 Runden sind halt doch eine schrecklich lange Distanz. Unvorstellbar, dass Weltmeisterschaften ja früher über 15 Runden gingen. Da sind 12 ja schon wirklich sehr entgegenkommt. Und auch hier sieht man, dass die Kraft jetzt doch rausgeht bei Felix Sturm, dass er sich draufhängt auf den Gegner. Die Chance nutzt, mal 2-3 Sekunden durchzuatmen, bis es wieder weitergeht. Weltmeister, der Titelverteidiger, setzt alles auf eine Karte. Ein Unentschieden würde ja nur ihn nutzen. Dann würde er den Titel behalten. Felix Sturm kann nur durch K.O. oder nach Punkten gewinnen. Nach K.O. sieht es nicht aus. Beide mit hervorragender Kondition. Lass ihn dir nicht mehr nehmen, den Titel, den Gürtel, sagt Michael Timm. Dem Sohn bosnischer Eltern, in Leverkusen geboren, unweit der Bayer Arena. Seine Eltern kamen vor 30 Jahren nach Deutschland. Felix Sturm ist übrigens nur ein Künstlername. Er heißt eigentlich Adnan Karcic und er wollte sowas Ähnliches vermeiden wie ja, den manchmal etwas unaussprechlichen Namen Dariusz Michalczewski, wie es dem Tiger aus Hamburg ging. Deshalb nannte er sich Felix Sturm. Und diese Runde muss er noch überstehen. Vielleicht noch ein, zwei Treffer setzen. Keinen Fall irgendwelche schweren Treffer noch kassieren. Er ist weiter sehr beweglich auf den Beinen, auf den Füßen. Felix Sturm aus Leverkusen. Und auch in der letzten Runde kann Velasco Sturm bislang nicht stellen. Jetzt mal ein, zwei Treffer, aber ohne große Wirkung, da Sturm weiter läuft. Felix rennt, könnte man den Film hier vielleicht nennen. Felix rennt rückwärts und rennt möglicherweise rückwärts zum Titel. Velasco versucht, auf den Körper zu kommen. Die letzten 100 Sekunden. Nach meinem Dafürhalten trennen ihn nur noch diese 100 den Felix Sturm von der Weltmeisterschaft im Mittelgewicht. Er darf nur nicht in irgendeinen schweren Schlag hineinlaufen von Velasco, denn der hat immer noch die Kraft, hat immer noch die Power.
Das hat man auch gegen Galfi gesehen. Er kann Kämpfe durch einen Schlag entscheiden. Was ist jetzt? Das Klebeband am Handschuh von Felix Sturm hat sich gelöst. Deshalb diese Unterbrechung. Uhr gestoppt. 73 Sekunden. Es wird vielleicht Diskussionen geben, es wird vielleicht Proteste geben aus der argentinischen Ecke. Wir wissen das Urteil noch nicht, wir können es auch nicht vorwegnehmen. Ich habe Felix Sturm leicht vorne und er darf diesen Vorsprung in der letzten Minute dieses Kampfes nicht mehr riskieren. Er muss weiter so hervorragend weglaufen, darf keine Mätzchen machen und jetzt dem Argentinier zeigen, ihn wütend machen. Komm doch, triff mich doch, wenn du willst. Das hat er hier gemacht und ist prompt bestraft worden in der letzten Minute. Ja, ist der Junge denn verrückt? Nur nicht leichtfertig werden und sich zu sicher fühlen. Auch eine halbe Minute kann noch zu lang sein. Auch eine halbe Minute kann noch den Treffer bringen. Und hinten rettet einen ja nur nichts mehr. 23 Sekunden. Der Trainer ruft immer nur noch, hau ab, Felix, hau ab und lass die Faxen. Werd nicht übermütig. 14 Sekunden. Velasco ahnt, wie es vielleicht aussehen könnte auf den Zetteln. Der Punktrichter versucht mit aller Macht seine letzte Chance. Die letzten vier, die letzten drei Sekunden. Und der Kampf ist zu Ende. Und ich glaube, Felix Sturm ist Weltmeister im Mittelgewicht der WBO. Und schon die ersten Proteste kommen von den argentinischen Betreuern. Und Gratulation. Wenn es denn so ist, dass der Weltmeister aus Leverkusen aus Deutschland kommt, dann auch Gratulation an Michael Timm, der ebenso ekstatisch gejubelt hat. Denn Felix Sturm wäre, wenn die Punktrichter das bestätigen, der zweite deutsche Weltmeister im Mittelgewicht. Erster war Bert Schenk. Der Arme, der hier heute Abend eigentlich hätte boxen sollen, der Weltmeister wurde 1999 in Cottbus gegen Freeman Barr. Den Titel einmal verteidigte, dann kam Verletzung und jetzt wieder eine, die ihm die letzte Chance raubte, hier noch einmal Weltmeister zu gehen. Der Delegierte Hans Högner aus Deutschland wird die Zettel der Punktrichter auswerten. Wird sie noch einmal zählen, muss alles ganz genau überprüfen. Es könnte knapp sein, aber nach meinem Dafürhalten könnte der Sieger eigentlich nur Felix Sturm heißen. Viel Applaus auch für Hector Javier Velasco aus Villa Gesell in Argentinien. Den Titelverteidiger, der möglicherweise in einigen Minuten der Ex-Weltmeister ist. Felix Sturm wird schon gefeiert von den Zuschauern. Erregte Proteste in der argentinischen Ecke. Luis Lopez und Steven Takanov, die da sehr vehement sich für ihren Schützling einsetzen. Es könnte eng sein. Warten wir es ab. Thank you.
Kämpfer. So, das Urteil. Und hier das offizielle Urteil. Tom Miller aus den USA wertet den Kampf 115 zu 113 für Felix Sturm. 115, 113 für Sturm von Tom Miller. Hugo Peniche Barrera aus Mexiko wertet den Kampf 115 zu 113 für Hector Velasco. Der Mexikaner hat Hector Velasco vorne. Die Südamerikaner und Joachim Jakobsen aus Deutschland. 116 zu 112 für Felix Sturm. 116 zu 112, 2 zu 1 Urteil. Aber nach meinem Dafürhalten eine gerechte Entscheidung für Felix Sturm, den neuen Weltmeister im Mittelgewicht. Eine Sensation. Er hat seinen großen Worten eine Großtat folgen lassen und sein Trainer Michael Timm hat Tränen in den Augen. Tränen der Freude über seinen ersten Weltmeister, den er hervorgebracht hat. Und das mit 24 Jahren. Felix Sturm, sensationell. Ganze 19 Kämpfe bis zum Titel, ganze 90 Runden. Als Profiboxer bis zum Titel ein 2:1 Urteil. Der Südamerikaner aus Mexiko hielt zum Südamerikaner aus Argentinien deshalb die erregten Proteste hier. Aber das ist kein umstrittenes Urteil für mich, auch wenn es 2:1 heißt. Für mich steht diese Entscheidung als klare Entscheidung.